Herzlich willkommen zur 42. Folge Hardcore mit Felix und Maximilian. Moin Moin. Moin. Schmeißen wir es jetzt hier erstmal ins. In ein Silo. Ab ins Silo. Und was brauchte ich jetzt? Zinn und Also, Kupfer, wenn du das machst, was ich denke. ja, Zinn und Kupfererz, genau. Quatsch, Eisen und Kupfererz. Also Eisenerz und Zinn. Eisen und Zinn, das muss jetzt in einem Blast Furnace? Ich meine, in einem Blast Furnace muss das drin. Also dementsprechend in zwei Blast Furnies. Was fehlt mir dafür? Ach so, Kupfer. Ist ja auch hier oben direkt machen. Und dafür brauchen wir jetzt Tin Ingots, oder? Nein, Iron Ingots. Und Tin Ingots. Das drin. Was mache ich jetzt überhaupt gerade? Ich dachte erst, du machst Bronze, aber anscheinend doch nicht. Doch, genau, ich mache Bronze. Brauchst du für Bronze nicht aber Tin und Kupfer? Und nicht Eisen und Kupfer? Nein. Vielleicht doch. Dann bräuchte ich. Was? Da kommt auch Borax raus? Mach jetzt keinen Scheiß, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe und da kommt jetzt auch Borax raus, dann raste ich aus. Halt mir schon mal meine Ohren zu. Okay. Ey,
Echt jetzt? Okay, also egal, wir brauchen Kupfer und Zinn. So, Kupfer und Zinn haben wir jetzt hier. Das müssen wir jetzt in der Geschiffunz. Ein Induction Fronatze. Und das machst du zu Bronze. Du brauchst mehr Kupfer als Zinn, das heißt, du kriegst zwei Arme, du kriegst noch einen. Das Zeug muss jetzt gecastet werden, wie bei Deutschland sucht den Superstar und so. Und dann kommt Bronze raus. Und die Bro Ach du So, die Bronze dort quer durch. Dafür fehlt Untergrund, dafür fehlt Zinn. So, die Bronze muss ja eh jetzt dann hier irgendwo rüber. Kann nicht aufgenommen werden, Alter. Dein Inventar ständig voll? Ja. Hast du nicht schon Inventarerweiterung gemacht? Ja. So, die Bronze muss irgendwie hier drauf. So, Bronze. Da ist gerade Felix vorbeigerast. Wie bescheuert. Ohne Rücksicht auf Verluste einfach so. Natürlich immer. Für was mache ich den Scheiß jetzt hier gerade eigentlich die ganze Zeit? Für das Forschung? Laboratorium, für das Equipment-Chassis. Das braucht jetzt Eisenplatten und Bronze. In einer ganz normalen Maschine. Das wird dann zusammengebracht. Da, noch eine Maschine. Das heißt, du machst jetzt mit dem Optical-Chassis das Laborator-Experiment. Und du machst. Hast du gerade mal eine Minute? Oder auch zwei? Wenn ich gleich mit Formonium fertig bin, ja. Und du machst jetzt das da raus und hast dann. Nein, hast das dann nicht. Oh, Alter, ich will nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr. So eine Scheiße hier. Tschüss.
Das, 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 das von da. Das dahin. So, Eisenplatten und die Eisenplatten da rauskriegen. Jetzt habe ich kein Ziel. Wenn du dann Zeit hast, könntest du mir mal helfen, die untere Mauer müssen, zu versetzen. Das ist sogar schon fertig, es fehlt wirklich nur die Mauer. Die will ich gerade wieder verwerten und baue die alte ab, um sie mal umzusetzen. Hast du es jetzt doch bis nach ganz rüber gezogen? Dann kannst du es alleine machen. Ich hab's bis zum Wasser gezogen. Ja, und ich habe gesagt, zieh es bitte beim Boax-Feld nach oben. Allerhöchstens bis zu dem Munitionsfeld. Ja, wo du das gesagt hattest, Opa, war ich aber schon. Ja, und jetzt brauchst du halt, jetzt musst du halt noch mehr zurückbauen. Wenn man dann einfach trotzdem weitermacht, hat man Pech gehabt. Ich war ja schon fertig. Mit dem Schritt dann. Also hat ja schon Strom und Blueprint gesetzt. Das habe ich ja in einem Zug gemacht. Ja gut, das kannst du hier wieder abreißen. Einfach die Konstruktionsfahne drüber und los geht's. Ob ich nun hier abreiße oder da abreiße? Ja, dann machst du es alleine. Und sieh auch zu, dass es wieder im Kreis läuft. Ja, dann sieh auch zu, dass es wieder im Kreis läuft. Läuft es ja. Zu Eisenplatten. Und oh, verdammt. Dadurch, dass wir Bronze machen, produzieren wir noch weniger Tin. Das heißt noch weniger Fließbänder. Ich weiß. So, und du Alter! Nein, stopp, stopp, stopp! Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf! Braucht gar nicht weiterzumachen, gar nicht weiterzumachen. Wir machen das mit dem Belader. Das ist mir zu blöd. So, rein damit. Das heißt, es sind jetzt Building Packages, Science World, Yugisphere, Dings, Alien Sample, wo habe ich die zwischengespeichert? Ach nee, noch gar nicht. Und Alien Sample. So, ich habe alles für die Wissenschaftspakete für Logistik. Auch die Pakete selber schon? Nein, aber alle Grundmaterialien zumindest schon mal erstmal, die ich brauche. Jetzt kommt das nächste ins Spiel. Glas. Haben wir schon. Das war wahrscheinlich noch nicht annähernd ausreichend, aber kann ich gerade nicht sagen, weil wir keinen Verbrauch haben. Doch, Verbrauch haben wir. Nein, wir haben keinen Verbrauch. Doch, jetzt haben wir wieder einen Verbrauch. So, dann siehst du auch, wie viel wir brauchen. Momentan eine Bilanz von 3,3. Momentan eine Bilanz von 3,3. Okay, jetzt minus, jetzt 0,3. Ah, ich weiß, wo ich nächste Folge wieder dran bin. Und das ist
eine Anlage, die jetzt läuft. Die zweite muss noch eine springen, die dritte muss noch eine, die vierte muss noch eine, also fünf Maschinen müssen noch eine springen, also fünf Anlagen. Damit Also alle. fünfmal so viel, wie jetzt verbraucht wird. Naja, warte mal, es ist gleich alles angekommen. So, da staut es sich jetzt, weil das, deswegen wollte ich ja jetzt mal gucken, was jetzt der tatsächliche Verbrauch ist. Deswegen habe ich jetzt erstmal Glas einmal angestaut. Ja, das ist jetzt so der ungefähre Verbrauch. Also ich denke mal so um die 500 Glas. Würde ich jetzt mal so sagen. Pro Minute. Also momentan haben wir einen Verbrauch von 384 Ja, weil die pro 1800 Glas weg sind. Ist verbraucht. Ist nichts mehr da. Das ist das Problem. Und aus diesen 1800 Glas können wir so viele Sachen herstellen, dass wir genau 10 Wissenschaftspakete bekommen. Ach, okay. Ja, das wollte ich einfach sagen. Und auf was ist deine Produktion ausgelegt? Also auf wie viele Wissenschaftspakete am Ende pro Minute? Es läuft gerade Ja, nicht wie gerade eine, läuft, sondern. Montagemaschine 1. Das ist der Verbrauch, den du gerade gesehen hast, für eine Montagemaschine. Ach, übrigens, bitte mal Fließbänder nicht aus der Kiste nehmen. Jo. Brauche ich gleich. Wie viele denn? Ist doch egal. Mathematisch, Ein Knopf. nie, dass ich weiß, wie viel ich von dem Silo bis zu Vermögen brauche. Okay, jetzt. Nein, weil ich halt noch 466 im Inventar habe. Das hat Du hast so Fragen. viel Inventar. Selbst gecraftet. Woher hast du so viel Bobmonium? Ja, weil er die ganze Zeit wahrscheinlich hinten aus den Kisten rausnimmt, deswegen muss der ganze Scheiß nachlaufen und vorne kommt nichts mehr an. Du hast mir gesagt, ich soll in der Hand waffen. Aber warum ist jetzt. Was verbraucht denn das jetzt hier hinten so viel? Oh shit, ich glaube, das eine Fließband reicht nicht aus, wenn alles läuft hier hinten. Oh, Mist. Ich brauche eine an diese Kisten, die hier vorne stehen, geht ihr bitte nicht dran, das ist mein ganzes Inventar jetzt drin. Bist du überhaupt? Ja. So, Holz, Eisenplatten. Wo ist jetzt noch Holz hin? Oben links, oben rechts meinte ich. Wir haben einfach in allen Bobmonium-Kisten kein Bobmonium mehr drin. Ach, jetzt weiß ich wieder, was wieso das was hier das Problem war, weil dann auch die Pumpen fällt mir gerade wieder an.
Ich würde mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Das würdest auch nur du sagen. Ich muss jetzt noch runterlaufen. Na gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö, tschö. Ciao, ciao.